Tödliche Eskalation eines Streits, bei dem es offenbar um Lärmbelästigung ging. Ein Mann hat im US-Bundesstaat Texas am späten Freitagabend 5 seiner Nachbarn erschossen, nachdem sie ihn gebeten hatten, nicht mehr mit seinem halbautomatischen Gewehr im Vorgarten herumzuballern. Darauf deuteten erste Erkenntnisse hin, sagte Sheriff Greg Caspers am Samstag. Eines der Opfer kam aus dem Haus und sagte, wir versuchen hier ein Baby zum Schlafen zu bringen. Und der Mann sagte, ich mache und schieße auf meinem Grund so, wie es mir passt. Unter den Toten ist laut Polizeiangaben auch ein 8-jähriger Junge. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich 10 Menschen in dem Haus. Die Tat ereignete sich in der Stadt Cleveland. Eine Anwohnerin berichtet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe Kinder. Als ich die Schüsse hörte, waren wir im Bett und meine beiden Babys hatten Angst. Aber das ist normal. Hier wird immer geschossen. Vor allem an Feiertagen, Freitag oder Samstag, wird geballert. Als ich das gestern hörte, dachte ich erst, es wäre ein normaler Tag und nicht das, was da passiert ist. Die Polizei war wegen lauter Schüsse in der Vergangenheit schon öfter zum Haus des mutmaßlichen Täters gerufen worden. Nach dem tödlichen Angriff konnte der Verdächtige fliehen. Die Suche nach ihm wurde am Samstag fortgesetzt.